Samstagnachmittag, ungefähr 17 Uhr. Wir finden uns jetzt in Moria, dem ehemaligen Abschiebeknast, der zu einem EU-Hotspot umfunktioniert worden sind, an dem wir auch vor 2 Tagen schon waren, wo wir vor 2 Tagen festgenommen worden sind. Und die ganzen Refugees, die in den anderen Auffanglagern, über die wir schon berichtet haben, in die Busse steigen, werden hierher gebracht, weil die müssen hier registriert werden, um die Insel verlassen zu können und um nach Griechenland zu kommen. Ja, dieser jetzt neu gelabelte Hotspot hier bei Moria ist jetzt auch gerade viel in den Medien. Das eine ist sozusagen der absolute Flaschenhals auf der Insel. Die Helfer machen einen großartigen Job da drin, die Leute von der Küste hierher zu bringen. Das ist notwendig, weil wenn sie nicht hier registriert werden, können sie nicht von der Insel runter. Das Problem ist, dass momentan bis zu 8000 Menschen pro Tag auf der Insel ankommen und hier nur ungefähr 2000, wir haben da verschiedene Zahlen gehört, registriert werden können. Das heißt, wir haben jetzt aktuell extrem schlechte Wetterbedingungen, wir haben Sturm, wir haben Regen und in diesen Zuständen müssen die Leute hier warten, bis sie halt registriert werden. Das dauert extrem lange und dabei stehen sie dann draußen im Schlamm, im Matsch. Die haben große gesundheitliche Probleme. Wir haben vorhin Leute gesehen, die hatten Erfrierungen, die hatten zitternde Fieber und andere Zustände. Wir haben auch Leute gesehen, denen wo wirklich schon ganz große Probleme an der Haut, der Füße vor allem war. Man kann schon fast sagen, da faulen die Gliedmaßen fast ab. Also wir haben da alle möglichen Formen von Gesundheitsproblemen da drin gesehen. Es muss sich hier ganz dringend was ändern. Das Lager und die Registrierung wird von der Polizei betrieben. Und die Polizei kümmert sich auch nur darum, was in den 2 ehemaligen Abschiebeknästen passiert. Das eine ist die Registrierung für die Afghanen und das andere für die Syrer. Wo genau und wie das genau abläuft, ist aber auch unklar und hieß es auch, kann sich täglich ändern. Die Helfer sind hier auch, versuchen die Infrastruktur außerhalb dieser Registrierung aufzubauen, weil nämlich die Polizei sich da überhaupt nicht kümmert, was davor passiert und dementsprechend jede Essensausgabe, die Möglichkeit, dass die Leute ein Dach haben, jegliche medizinische Versorgung wird von ehrenamtlichen Helfern organisiert. Darum kümmert sich die Polizei nicht. Im Gegenteil, die Polizei behindert das halt auch eben sogar. Ja, es ist wirklich absolut katastrophal und wir wissen nicht, wie sich das hier weiterentwickeln wird, wenn hier nicht endlich mal dieser Prozess verändert wird, also schnellere Registrierung oder zumindest eine staatliche Versorgung der Menschen, während sie warten, oder eine Registrierung am Festland oder irgendwas, dann kann man hier nicht sicher sein, was hier in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen passieren wird, weil die Zahlen der Menschen, die ankommen, wird jetzt auch wieder ansteigen, wenn sich das Wetter wieder bessert und dann kann es ja wirklich sein, dass die humanitäre Katastrophe sich nochmal verschlechtert und ist wirklich nicht absehbar, was hier noch passieren kann.